Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Unboxing hier auf meinem Kanal. Es geht wieder um einen Aim-Controller. Ihr habt es vielleicht im Titel oder im Thumbnail schon gelesen. Es geht um die auf 20 Stück weltweit limitierte Cyberpunk 2077 Edition. Den habe ich bekommen. Ich bin mega gespannt. Ich habe aktuell noch keine Ahnung, ob dieser PS5-Controller Pedals hat. Ich bin wirklich mega gespannt, ob das so sein sollte. Und sollte es Leute unter euch geben, die auch gerne so einen Controller haben wollen, es besteht eventuell Hoffnung, dass dieser Controller irgendwann in die normale Bestellung oder in den Bestellpool von Aim-Controllers mit aufgenommen wird. Als ich den bekommen habe, habe ich noch nachträglich gefragt, kann ich überhaupt ein Unboxing davon machen, weil der wirklich sehr exklusiv und wirklich sehr limitiert ist. Und habe auch die Frage gestellt, denkt ihr eventuell nach, den vielleicht in Serienproduktion zu geben? Sie denken tatsächlich drüber nach, haben sich noch nicht entschieden. Und deswegen jetzt meine Bitte, wer Bock hat auf so einen Controller, dieser Cyberpunk 2077 Edition, gebt mir unter diesem Video ein absolutes Hammer-Feedback, ganz viele Daumen und so weiter und so fort. Und schreibt da rein, dass ihr so einen Controller haben wollt. Denn, wie gesagt, sie denken drüber nach, diesen in den Bestellpool mit aufzunehmen. Sie wissen es nicht. Sollte aber das Feedback für das Video vielleicht so hoch sein, dann könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht eine Entscheidungshilfe ist, um diesen Controller irgendwann dauerhaft in die Bestellung mit aufzunehmen. Und das wäre doch mega, mega geil. Ich bin mit einem der Manager, der mir den Controller geschickt hat, im regelmäßigen engen Kontakt. Und der hat mir auch die ganzen Informationen dargelassen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dieses Video tatsächlich auch einen Einfluss auf die Entscheidung haben könnte. Also, haut die Kommentare voll, Daumen nach oben und so weiter als kleines Zeichen an Aim-Controllers. Nehmt diesen Controller in euer Bestellpool auf. Noch kurze Eigenwerbung natürlich für die, die mich nicht kennen. Ich bin Partner von Aim-Controllers, das sollte klar sein. Mit Code Casper10 gibt es 50 Euro Rabatt auf einen Controller. Egal, ob das PC-Zubehör zum Beispiel auch ist, Xbox und so weiter. Mindestbestellwert 149 Euro. Ab und zu gibt es von Aim-Controller eine Sonderaktion. 55, 60 oder auch mal 70 Euro Rabatt. Mit meinem Code bekommt ihr aber immer den höchstmöglichen Rabatt, wenn es mal eine Sonderaktion geben sollte. Wenn ihr mich supporten wollt, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Und jetzt packen wir diesen Controller aus und ich bin so wahnsinnig gespannt. Ich hoffe, dass der Pedals hat. Eigentlich möchte ich den Controller gar nicht spielen, weil wirklich, wenn er auf 20 limitiert bleibt, dann wäre es schön doof, dass ich den benutze, oder? Weil ich möchte eigentlich den mir in wie so eine kleinere Vitrine stellen und den irgendwo im Hintergrund aufstellen. Weil eigentlich ist es mir zu schade, diesen schönen Controller zu besudeln, ist einfach mal Fakt. So, was haben wir hier? Wir haben erstmal wieder ein... Oh, geil. Ein PS5-Ladekabel. Ist klar. Übrigens, natürlich, es gibt den nur in der PS5-Variante, habe ich den bekommen. Und ich hoffe deswegen erst recht, dass der in die Bestellung aufgenommen wird. Dann kann man den nämlich für die PS4 und die Xbox auch bestellen. Vielleicht dann auch als Maus. Nur so zur Info, es gibt ja auch Mäuse mit diesem Design. Moment, das ist ja nicht mein einziger Aim-Controller. Ich zeige nochmal kurz den. Das ist mein PS4-Controller und dazu zeitgleich auch das Design von der Maus und so weiter. Und wenn man dann eine Maus hat in so einem Design von Cyberpunk 2077, das wäre schon geil. Oh Gott, das ist mal ein neues Heft, das kenne ich noch gar nicht. So eine Art kleines Programmheft, was es alles gibt. Weil das PC-Zubehör gibt es auch noch nicht allzu lange, habe ich aber schon mal ein Unboxing gemacht. Ich zeige euch jetzt nicht die Tastatur und mein Mousepad. Interessanter ist doch der Controller. Verpackung wie immer sehr, sehr edel, muss ich ja mal dazu sagen. Ich habe ihn mir noch nicht angeguckt. Ich meine, ich weiß ja, wie er aussieht, aber wirklich, es ist eine riesen Überraschung, ob der Pedals hat. Das ist nämlich die nächste Information. Viele haben schon mal so... Oh Gott, ich krieg die Geistziger geil aus. Oh mein Gott. Ist der nicht wunderschön? Oh Gott, der hat Pedals. Der hat Pedals, damit habe ich nicht gerechnet. Ich raste aus, jetzt muss ich echt überlegen, ob ich den benutze. Oh mein Gott, ist der schwer. Zieht euch diesen Controller rein. Moment, da fehlen ja noch die Sticks, die Aufsätze. Die machen wir noch schnell drauf. Oh mein scheiß Gott. Ich habe mir gesagt, wenn der Pedals hat, muss ich echt aufpassen, dass ich den nicht zocke. Weil, und das ist nämlich gerade die Problematik, wenn ihr einen PS4 oder einen Xbox-Controller bestellt,
dann könnt ihr ganz normal Pedals dran basteln und dann dauert es nicht ganz so lange mit der Bestellung. Auch bei der PS5 gibt es aktuell Lieferschwierigkeiten mit den Pedals. Bei mir dauert es auch schon über 40 Tage, leider. Wir dürfen nicht vergessen, es ist gerade Corona-Zeit, auch Aim Controllers ist von dieser ganzen Geschichte nicht unbetroffen und das ist auch einer der Gründe, warum es da zurzeit so massive Probleme gibt, weil ich da dort sehr viel Feedback bekommen habe. Mensch, die können nicht liefern und so weiter, was ist das für ein Scheiß? Ich kann den Ärger verstehen, aber habt ein bisschen Rücksicht. Aber die ersten PS5-Controller mit Pedals wurden schon ausgeliefert. Also habt noch ein bisschen Geduld. Selbst ich mit Vitamin B habe meine Bestellungen noch nicht bekommen. Ich habe mir nämlich auch noch welche bestellt. So, jetzt zeigt auch noch mal ganz elegant diesen Controller. Oh mein Gott, ist der wunderschön. Was ich mir gewünscht hätte, das hat man auf dem Instagram-Post nicht gesehen, dass diese ganze Oberfläche, diese Folierung, dass die vielleicht matt ist. Das wirkt natürlich auch in Hochglanz ultra edel. Und auch die Knöpfe sind jetzt nicht im Vergleich so laut, wie ich dachte. Ich zeige euch mal im Vergleich. Ich hoffe, ich habe mir jetzt griffbereit. Mein allererster bestellter PS4, wollte ich gerade Scuff sagen, das ist ja frech, Aim Controller war der hier. Die habe ich nicht alle gestellt bekommen, das muss ich auch gleich dazu sagen. Ich habe auch eine Menge Holz investiert. Die Knöpfe waren immer sehr laut, das sind diese Bullet-Knöpfe, die die Rückseite einer Patronenhülse haben. Die finde ich immer sehr laut. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, der sich so einen zusammenstellt, nicht diese Knöpfe hier zu nehmen. Wenn ihr natürlich nicht streamt oder kein YouTuber seid, dann stört euch das nicht, aber man hört es im Mikro. Aber hier ist das deutlich gedämpfter, weil wahrscheinlich dadurch, dass hier keine Motoren drin sind, die habe ich ausbauen lassen vorher, ist hier wahrscheinlich ein zu großer Resonanzkörper, der dann den ganzen Sound unnötig lauter macht. Also, so viel gibt es ja nun nicht zu erzählen. Moment, oh, das ist auch noch wichtig. Oh, der ist voll ausgestattet. Der hat wirklich alles, was man braucht. Das Einzige, was er nicht hat, ist ein erhöhter Stick. Aber dafür habe ich ja Aufsätze, die ich jederzeit wechseln kann. Er hat die Smart Trigger. Die haben wirklich nur 1 mm Weg. Das heißt, Moment, wo ist mein Standard PS5-Controller? Das ist eben das. Die normalen Standard-Controller haben ja diese Motoren hier drin. Und hier habe ich auch gehört, dass bei PS5-Controllern diese Technik auch schnell mal den Geist aufgeben kann. Deswegen wird geraten, bei PS5-Controllern diese Funktion, diese ultra-vibrations-haptisches Feedback-Funktion, dass man die deaktivieren sollte. Ich habe da mit meinem Bruder drüber diskutiert und er meinte auch, bezahle ich jetzt 500 Euro für eine PlayStation und deaktiviere die Features. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist natürlich wirklich ärgerlich. Deswegen würde ich, glaube ich, jedem raten, bestellt euch den Controller ohne diesen ganzen Motorenscheiß, die Smart Trigger. Das ist ultra geil, wirklich. Das ist natürlich ein Aim-Controller. Das ist für Shooter gedacht. Cyberpunk ist natürlich auch ein Rollenspiel-Shooter. Hier kann man auch die Pedals benutzen, um den Aim-Stick nicht zu verlassen. Kann man schön jumpshotten und so weiter und sein Aim ein bisschen on point halten. Ich rate aber hier jeden noch zu einem erhöhten Stick. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, optisch gesehen der schönste Controller, den ich jemals in der Hand gehalten habe. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Ultra-Fan davon, dass das hier so Hochglanz ist. Ich hätte das in matt, glaube ich, schöner gefunden. Aber ich glaube, dieses ganze Design kommt in glänzend einfach viel, viel edler rüber. Und oh, ich raste aus. Der Controller ist so wahnsinnig schick. Wahnsinnig schick. Danke nochmal an Aim Controllers. Ich bin mir sicher, dass einige Verantwortliche von der Firma das Video schauen werden. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu erzählen. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig geflasht. Wie gesagt, mit Code Casper10 bekommt ihr 50 Euro Rabatt ab 149 Euro Bestellwert. Link in der Videobeschreibung und so weiter. Und nochmal betont, knallt die Kommentare voll, wenn ihr Bock habt auf so einen Controller, dass der nicht irgendwann nur PS5A, nur für die PS5 ist und nicht nur exklusiv auf weltweit 20 Stück limitiert. Natürlich ist das für mich ein gewisser Wert, wenn der jetzt limitiert bleibt, dann möchte ich den nicht spielen. Das ist natürlich völlig logisch. Aber ich hoffe, dass der in Serienproduktion geht, weil ich glaube, das ist nicht der einzige, den ich so behalten möchte, weil er einfach unwahrscheinlich schön ist und es ist eigentlich viel zu schade, den in der Ecke stehen zu lassen. Der möchte benutzt werden, der möchte geliebt werden, der möchte,
Oh Gott, ich schweife ab. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Jeder Hardcore-Gamer, der gerne Controller sammelt. Und ich glaube, ich habe schon mittlerweile 8 oder 9 verschiedene SCUF-Aim-Controller, normale Controller und so weiter. Der möchte natürlich seine Controller auch alle benutzen. Das ist ja wohl völlig, völlig klar. Das soll es jetzt von mir gewesen sein, bevor ich es jetzt noch unnötig in die Länge ziehe. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, stellt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht kann ich das ein oder andere beantworten. Das soll es jetzt von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder rein. Ciao.